Hafer macht glücklich, bei dem Rezept auf jeden Fall. Haferkleie, Küchlein, lecker, Gras und dazu noch gesund. Hafer hat doppelt so viel Eisen wie Fleisch, also für jeden Veganer und Vegetarier eine tolle Alternative zum Fleisch. Wir brauchen für die Kirle 200 Gramm Quark, 80 Gramm Haferkleie, 30 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Chiasamen. Chiasamen könnt ihr ersetzen gegen andere. Zwiebelröllchen, 80 Gramm Käse, Griebenwächer ist egal. 2 Eier, Salz, Pfeffer und Öl brauchen wir noch. Zuerst werden wir die Zwiebelröllchen fein schneiden und in der Schüssel rein. Dann kommt der Quark drauf. Der Haferschrot. Chiasamen. Also nur gesunde Sachen. Haferflocke und der Käse gibt natürlich auch einen Geschmack ab. Gell? Jetzt kommen wir noch Eier rein. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Und jetzt wird es alles richtig gut verrührt. Es soll eine kompakte Masse entstehen. Und die lassen wir dann circa eine halbe Stunde ziehen, da die Haferflocken und die Chiasamen einfach noch ein bisschen quellen müssen. Dann tun wir unsere Kirle formen. Und sie anschließend im Häuserfett richtig groß rausbraten. Wer jetzt Lust auf mehr gekriegt hat, der kann in unserem Kochbuch Haferglück, das es im Handel gibt, bei Amazon, ein bisschen stöbern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Namen haben. 40 Servus und Ade, eure Emma.